Willkommen zur ersten Folge Who Cares? Genau, ich durchleuchte für euch mal ein paar Schlagzeilen, die ja ich mal so aufgeschnappt habe und ja, mal schauen, wem das Ganze interessiert. Ich bin gespannt und ich freue mich mit euch, dieses gemeinsame Projekt ja starten zu dürfen. Vielleicht wird es ja ein Riesenerfolg, aber wen interessiert das schon? Erst ein Trainingsunfall, dann keine Teilnahme bei den Olympischen Spielen, aber wenigstens hat sie eine glückliche Beziehung mit ihrem Felix. 2013 lief's für Miriam Gössner leider nicht ganz so dolle, aber dennoch beschert sie uns allen und natürlich auch ihren Felix, das ist natürlich ganz wichtig, 2014 ganz viel Spaß. Denn unsere Miriam, ich nenne es jetzt einfach mal unsere Miriam, hat sich für den Playboy nackig gemacht. Ich finde persönlich sehr, sehr mutig. Nein, sie hat eine sehr bezaubernde Figur, das, was ich auf den Fotos im Internet sehen konnte. Und ich finde es eine gute Geschichte. Mittlerweile braucht man sich ja wirklich nicht mehr schämen, wenn man sich für den Playboy auszieht. Warum sie das gemacht hat, hat sie in einem Interview gesagt, dass sie sich mal von ihrer weiblichen Seite zeigen möchte. Denn in den Trainingsanzügen und Skianzügen sieht man halt die weiblichen Formen nicht so doll. Fakt ist aber, dass die gute Sportlerin nicht nur den Skistecken in die Hand nimmt. Who cares? How I Met Your Mother, die erfolgreiche Kultserie, bekommt einen Spin-off, nämlich How I Met Your Dad. Wie kann's denn auch anders sein? Was bleibt auch noch? How I Met Your Sister, How I Met Your Sister, How I Met Your Brother, How I Met Your Daughter, How I Met Your schieß mich tot, Grandmotherfucker. Und die weibliche Hauptrolle spielt in dem Falle die Greta, ich spreche das jetzt mal bewusst Deutsch aus, Gerwig. Frage, die sich für mich stellt, wenn so ein Abklatsch, so ein Spin-off kommt, wird sie denn auch tatsächlich der weibliche Ted Mopsy? Ich bin auf jeden Fall riesig gespannt, was das Ganze sein soll, ob vor allem How I Met Your Dad ein riesengroßer Erfolg wird, wie auch How I Met Your Mother. Ich werde mir das mit Sicherheit angucken, wenn es denn tatsächlich irgendwann mal kommt. Ich bin gespannt. Ja, gestern war DFB-Pokal, ne? Ich weiß, viele von euch interessiert es keinen Fußball, aber who cares? Der FC Bayern München hat den Hamburger Sportverein 5-0 einfach mal so, ne? So, kennt er ja. So vom Platz gefegt und es hat sich zum einen mal wie gezeigt, wie toll die Bayern Fußball spielen, was sie für ein super Fußball spielen, für mich als Nicht-Fußball-Fan immer noch sehr wichtig und witzig zu sehen. Und zum anderen sieht man natürlich auch, momentan im HSV läuft es ja nicht so dolle, dass der HSV meiner persönlichen Meinung nach total am Ende ist. So wie sich die Mannschaft präsentiert, wird das nichts mit dem Klassenerhalt. Was für mich als Fan einer Zweitligamannschaft natürlich sehr von Vorteil ist, denn vielleicht kann man nächstes Jahr in Hamburg Urlaub machen und sich ein Zweitligaspiel anschauen. Das weiß ja noch keiner. Das Witzige an der ganzen Geschichte ist, nachdem die Bayern Hamburg mit 5-0 da weggefegt haben, war natürlich die Auslosung für die nächsten Spiele und da trifft Bayern auf Kaiserslautern und da bei dem hat Stefan Strunz, wie er heißt, was ja, der ja auch mal bei Kaiserslautern gespielt hat, sich etwas witzig, aber dennoch frauenfeindlich geäußert, denn eine Dame hat, ich weiß jetzt nicht mehr leider wer, das losgezogen und er war der Meinung, dass die anderen Leute, Mehmet Scholl, wer noch dabei war, mit Sicherheit der Mannschaft Kaiserslautern hier mehr zum Losklick geholfen hat. Ja, immer dieser frauenfeindliche Kommentar im Fußball, da wundert sich einer, wenn Männer sich nicht trauen zu sagen, dass sie homosexuell sind. Aber who cares? Ne? Genau. Das war die erste Folge von Who Cares? Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, schreibt's mir in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben. Was interessiert ihr euch denn? Sind die Themen für euch interessant, die ich euch da gerade so angesprochen habe? Das Ganze hier ist eine Pilotfolge mehr oder weniger, die spontan gedreht wurde, weil ich da übelst Bock drauf hatte. Und ja, schauen wir mal, wie das Ganze weiterläuft. Ich freue mich auf euer Feedback. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Nachbarn. Bis dahin. Tschaußen.